So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pressekonferenz zum Spiel des SC Magdeburg gegen die Füchse Berlin entstand 29:29 vor 7.121 Zuschauern. Zur Halbzeit 17:13, der erfolgreichsten Werfer auf Seiten der Füchse, 7 Tore durch Bjarki Elisson und 6 Treffer durch Petr Nenadic. 5-mal Matthias Sachison und Paul Drucks. Auf Seiten des SC Magdeburg heute am erfolgreichsten Michael Damgaard mit 6 Toren sowie Robert Weber mit 5 Treffern, auch 5 Treffer durch Sheko Musa. Soweit diese kurzen statistischen Werte zu diesem Spiel. Wir begrüßen recht herzlich Gästetrainer Ilingur Richardson und bitten um seine Einschätzung dieser Partie. Ja, guten Tag. Ja, man muss ehrlich sein, dass Magdeburg hat besser gespielt als wir in 40 Minuten. Und weil wir haben große Probleme gehabt in unserer Abwehr. Und unser Angriff war auch nicht so schön zu sehen. Aber dann danach haben wir gut gelöst mit unserer 5-1-Abwehr und haben gespielt mit 7 Spielern und das hat funktioniert. So, ich muss ja auch ehrlich sein, dass ich bin sehr stolz auf unsere Spieler. Alle hat wirklich gut gekämpft und deswegen ich bin ja nach dem Spiel ich muss sagen, ich bin sehr stolz, dass wir haben einen Punkt geholt. Danke. Danke recht herzlich, Ilingur. Ja, Volker, was kannst du noch dazu sagen? Ich glaube, Erlingo hat sportlich alles gesagt. Ich denke fast schon, dass wir jedes Jahr aufs Neue hier fast ein Spiegelbild der Spiele haben, dass wir am Anfang sehr, sehr schwer immer reinkommen ins Spiel, eigentlich dann aussichtslos hinten sind und uns dann wieder zurückkämpfen und auch heute wirklich fast noch die Chance hatten, wieder zu gewinnen. Vielleicht schaffen wir es auch mal über längeren Zeitraum hier konstant auf diesem Niveau zu spielen. Aber ich schließe mich da auch an von Erlingur. Wirklich eine tolle kämpferische Leistung unserer Mannschaft. Und da können wir sehr zufrieden sein heute. Und da müssen wir drauf aufbauen. Danke. Danke, Volker Zerbe. Ja, Bennett, wie ist deine Stimmung? Bescheiden. Ich bin stinksauer. Bin aufgebracht, niedergeschlagen. Ich glaube, ähnlich fühlen sich meine Spieler auch gerade. Wir kommen sehr gut in diese Partie rein. Das kämpferische Momentum liegt auf unserer Seite. Von meinem Gefühl läuft alles so, wie wir uns das vorstellen. Wir haben eine Torhüterleistung, gehen aus der Abwehr raus in das Tempospiel, bekommen einfache Tore im Tempospiel, haben einen guten Positionsangriff, gehen vielleicht schon mit 1 oder 2 Toren zu wenig in die Halbzeit, können da schon deutlicher führen als nur mit 17-13. Kommen aus der Halbzeit raus, machen zwar 2 Fehler, aber kriegen trotzdem die Chance zu erhöhen auf 18-13 und spielen unseren Stiefel lang runter. Und dann gibt es eine Auszeit von den Füchsen Berlin, wo wir ansprechen, was kann jetzt passieren? Ja, 7. Feldspieler haben wir schon gesehen, haben sie genau sich so zurückgekämpft in Flensburg im Pokalspiel, wo sie sich ins 30-30 retten und in die Verlängerung retten, liegen sie in Flensburg auch schon mit 5 Toren hinten und vielleicht eine offensive Abwehrvariante. Besprochen, was wir dagegen machen sollen und bekommen es von Anfang an nicht hin, bringen uns selber in Probleme, kommen relativ schnell, ich glaube, mit 3-0 oder 4-0-Lauf in den Zwang, eine Auszeit nehmen zu müssen, ordnen uns nochmal neu, besprechen nochmal neu, taktische Maßnahmen dagegen. Bekommen es weiter nicht hin, gehen auf Unentschieden, haben dann nochmal eine Phase, wo wir die Chance bekommen, wegzuziehen, gehen dann auf 2 weg und sind sogar im Angriff und bekommen es nicht hin, das dritte draufzulegen. Wieder mit einem einfachen Fehler, Gegenstoß, Tor, es ist bloß noch 1 und dann bin ich natürlich nicht blauäugig, weil ich das, dass wir das zum Schluss auch verlieren können. Trotzdem mag man es mir auch auf Füchse-Seite nicht zu verübeln, dass ich sagen muss, das ist ein absoluter Punktverlust für uns. Deswegen auch meine Enttäuschtheit oder ja, ich glaube, dass die Mannschaft sich heute für die letzten Wochen einfach, wo wir enorm viel investiert haben und wenig draus gemacht haben, bis gar nichts draus gemacht haben, heute zumindest mal belohnen hätte können, um in die 2 Wochen Pause, in den internationalen Kalender, Nationalmannschaftspause, mit einem guten Gefühl zu gehen. Jetzt trennen sich unsere Wege, wir lassen einen Haufen Spieler wieder ziehen und das eigentlich mit einem Gefühl, was keiner von uns will, was kaum zu überbieten ist.
bin sonst nicht Workout, aber heute bin ich wirklich leer und mir fehlen die Worte, dass wir uns da nicht mehr belohnen können einfach. Danke. Danke, Bennett. Was gibt's noch von Seiten Steffen Stieblers dazu zum Spiel? Ja, also ich glaube, dass wir, wie wir im Vorhinein schon gesagt haben, ein sehr emotionales, sehr spannendes Spiel gesehen haben. Ja, in der Schlussphase kann das in alle Richtungen gehen. Letztendlich war es ein Unentschieden. Ich möchte mich einfach nochmal bei den Zuschauern bedanken. Ausverkaufte Halle, auch der Zuschauerzuspruch, die ganze Saison ist sensationell. Und es ist halt schade, dass wir uns nicht belohnen konnten mit der Unterstützung. Und wir müssen weiterarbeiten, das ist nun mal in dem Geschäft so. Aber ich glaube, dass wir jetzt erstmal 2 Wochen Pause haben. Ich weiß jetzt auch nicht, was mit Nemanja ist, der sich verletzt hat zum Schluss noch. Das müssen wir noch schauen und hoffen natürlich, dass dann die Spieler, die zur Nationalmannschaft fahren, auch gesund wieder zurückkommen. Danke, Steffen Stiebler. Gibt es Fragen von Seiten der anwesenden Medienvertreter? Ist nicht der Fall, dann danke ich recht herzlich, wünsche euch eine angenehme Heimreise und euch dann auch angenehme Vorbereitung auf die nächsten Partien. Bis dahin, zum 13.11. geht es dann weiter für den SCM in Göppingen und nächstes Heimspiel am 16. November gegen die TSV Hannover Burgdorf. Recht herzlichen Dank. Wiedersehen.